Das findet sich vor allen Dingen an Gehirnflächen, wo wir sehr stoffwechselaktive, also umsatzreiche Zellstrukturen haben. Und das ist im Bereich des Mundrachens die Mandel, die Gaumenmandel und der Zungengrund. Da trifft sich eine oberflächlich abscheidende Grenzfläche-Epithel mit einem Abwehrorgan zusammen. Und das ist eine Stelle, wo ganz viel passiert. Deswegen kommt es dort am häufigsten vor. Viele Jahrzehnte war das im Kopf-Hals-Bereich das Rauchen und der Alkoholabusus, der eine Rolle gespielt hat. Doch heutzutage muss man sagen, in dem Bereich gerade trifft sich eine neue Entität von Krebs, die bei uns eingezogen ist. Und das ist ein virusinduzierter Krebs, nämlich das humane Papillomavirus, das dort eine Rolle spielt. Bekannt ist es eigentlich bei den Gebärmutter- oder Halskrebs. Da hat es eine schon sehr lange Vorgeschichte und ist auch mal mit dem Nobelpreis für den Erfinder bzw. Entdecker bedacht worden. Diese neue Form der virusinduzierten Krebsentstehung lässt sich vermeiden dadurch, dass man sich gegen das Virus impft. Momentan ja ein aktuelles Thema, die Impfung gegen Viren. Das kann man machen und sollte man machen und ist auch für Kinder zumindest zugelassen. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass das über das Sexualverhalten vermittelt wird und deswegen ist es auch in größeren Ballungsgebieten von größerer Bedeutung. Und hier im Moment, da haben wir eigene Studien zugemacht, ist Hamburg sowohl bei Damen und auch Herren führend in ganz Deutschland bei der Auftretenswahrscheinlichkeit von dieser Art von Mundrachenkrebs.